Du möchtest bis ins hohe Alter fit und beweglich bleiben? Dann zeige ich dir heute vier unserer Liebschaum-Pracht-Übungen, die du aber wirklich jeden Tag machen solltest. Auf geht's! Sag den Alterswürdigen zusammen mit mir den Kampf an und mach am besten gleich mit. Ina ist wieder dabei. Ina macht die Übung, ich leite sie an. Du mach am besten gleich mit und sei dir sicher, wenn du diese vier Übungen machst, hast du Riesenchancen, dass von Kopf bis Fuß jede Menge passiert. Ja? Wir fangen an mit der ersten Übung. Die erste Übung, du gehst am besten an die Wand. Du kannst sie auch frei stehend machen, aber ein bisschen Sicherheit für Gleichgewicht. Wir machen sie an der Wand. Und jetzt erstmal die Leisten vorschieben, Bauchnabel zurücknehmen und zunehmend das Becken nach vorne und den Rumpf zurück. Und wenn du gleich vollständig arbeiten willst, muss nicht am Anfang sein, aber ich biete es dir an, dann nimm auch den Kopf mit und lass den Kopf richtig schön nach hinten fallen. Schieb das Becken immer weiter vor und zieh den Kopf immer weiter nach hinten, auch in die Überstreckung rein. Du kannst als kleinen Trick nebenbei zwischendurch den Mund aufmachen, weiter in die Dehnung gehen und dann wieder den Mund schließen. Und dann merkst du hier vorne auch am Hals eine große Spannung und eine große Dehnung. Atme dich immer weiter rein, tief ein, tief aus. Und komm langsam wieder zurück. Das war die Übung Nummer 1. Und Übung Nummer 2. Jetzt machen wir die Gegenbewegung. Du beugst dich nach vorne ab. Am besten versuch erstmal viel über die Hüfte zu machen. Die Knie sind ganz gestreckt, weil die Übung wirkt bis in die Füße unten rein. Geh immer weiter runter. Und dann lässt du auch den Rücken los und lässt dich immer weiter nach unten sinken. Jawohl. Erstmal schön nach unten sinken, egal in welcher Höhe du bist und wenn es hier oben ist, völlig egal, erober dir Millimeter für Millimeter. Und du kannst mit einer Hand jetzt zusätzlich den Kopf noch Richtung Brustbein ziehen und da hast du auch den ganzen Nacken noch dabei. Ja, jetzt dehnen wir praktisch von den Fußsohlen her über die Waden, Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken, Nacken bis dort oben hin. Atme dich schön immer weiter rein, tief einatmen, tief ausatmen und genieß das. Und am meisten weh tut es ja in den Kniekehlen, gell? Und damit du nicht den Spaß an der Übung verlierst, musst du so einstellen, dass dieser Schmerz in den Kniekehlen, der ja sehr, sehr unangenehm sein kann, dass der trotzdem gerade noch gut erträglich ist. Ja? Komm lieber langsamer vorwärts und verliere nicht die Lust an den Übungen. Das ist total wichtig. Tief ein, tief aus, immer schön darauf achten, dass die Knie gestreckt sind. Und schreib vielleicht gerade mal deine Erfahrungen, feste Routine zu bekommen. Fällt dir das schwer? Innerer Schweinehund und so, oh, ich will keine Übungen machen. Bitte teile das mal, weil das ist super, super wichtig, dass du diese Übungen regelmäßig machst. Gerade diese vier jetzt, ja, diese Vierer-Kombi, die wird dir so viel bringen, wenn du sie täglich machst. An 6 Tagen die Woche, einen Tag frei. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Das war die zweite Übung. Nachdem wir jetzt vorne und hinten alles schön in die Länge gezogen haben, geht es jetzt um die Seite. Stell dich bitte wie Ina etwas schulterbreit und jetzt nimmst du den rechten Arm über deinen Kopf, beugst ihn hier und ziehst praktisch mit den Fingern der rechten Hand dich nach links und das befördert dich immer mehr nach unten. Das spürst du ganz schön am Bein, weil da merkst du, wie die Finger am Bein immer weiter runterkommen. Und den Dehnungsschmerz, den hast du hier an der Seite, vielleicht hier so bis zum Becken runter. Und du dehnst immer weiter rein und du atmest dich rein und lächelst. Lächeln ist so wichtig, dass der Körper schön entspannen kann. Richtig weiter zur Seite gehen. Tief einatmen, tief ausatmen. Und die Zeit beachten. Jawohl. Immer weiter, tief ein, tief aus. Wo zieht es bei dir, Ina? Bleib mal. Seite. Seite? Ja, oberhalb der Hüfte. Oberhalb der Hüfte, hier rein? Da. Okay. Wo zieht es bei dir? Schreib ruhig mal, weil immer da, wo es zieht, ist unterschiedlich, aber das zeigt an, wo die Verkürzungen sind. Immer weiter rein, jawohl. Tief atmen und mit jedem Ausatmen weiter rein. Versuch das mal wirklich abzustimmen. Ja, atme mal ein und bleib, wo du bist. Und dann atmest du aus und gehst weiter in die Dehnung rein. Und nochmal einatmen und im Ausatmen weiter reingehen.
Und bei dem weiteren Reingehen ziehe auch immer mehr. Also das Tiefergehen hier, das ist die Dehnung. Und das Rüberziehen des Armes, das macht die Dehnung von hier noch weiter, bringt die noch weiter bis hier oben hin, bis zur Schulter letztendlich. Und jetzt kommt noch was dazu. Jetzt lässt du deinen Kopf noch nach links fallen. Du siehst, da ist der ganze Körper irgendwo mit drin. Ja? Gerade Kopf, Halswirbelsäule, Nacken und so weiter ist ja auch ein Thema. Und dann gehst du langsam wieder nach oben. Langsam nach oben gehen. Und jetzt gehen wir nach rechts. Linker Arm geht jetzt hoch, beugt sich und du ziehst nach rechts. Hast die rechte Hand am rechten Oberschenkel und gehst immer weiter rein. Und nicht den Kopf drehen, lass den Kopf so, ganz gerade. Und erstmal schön jetzt auch seitlich aufdehnen. Das seitliche Dehnen kommt viel mehr noch zu kurz als das nach vorne, nach hinten. Das macht man eigentlich überhaupt nicht. Seitdem hat irgendwie ein Hobby oder ein Sport, wo das halt mit integriert ist, wo das mit vorkommt. Aber wenn nicht, dann merkst du jetzt, dass da was getan werden muss. Immer weiter schön reindehnen, tief einatmen, im Ausatmen weiter rein und wieder tief einatmen, im Ausatmen weiter rein. Einatmen, ausatmen, weiter reindehnen. Einatmen, ausatmen, weiter reindehnen. Und jetzt zieh nochmal mehr mit dem Arm, jawohl. Und lass den Kopf hängen zusätzlich. Ja, nimm den Kopf immer dann dazu, wenn du mit dem Körper schon gut eingestellt bist. Und dann zum Schluss sozusagen als i-Tüpfelchen kommt noch das seitliche Hängen des Kopfes hinzu. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Jawohl, das war die dritte Übung. Und jetzt bei der letzten Übung drehen wir. Und zwar machen wir es folgendermaßen. Wir nehmen die Arme horizontal. Und jetzt drehst du zuerst mal nur dein Becken nach links. Nur das Becken nach links. Und die Arme werden mitgenommen. Becken nach links drehen, Arme werden mitgenommen. Aber die Arme gegenüber dem Becken drehen sich erstmal nicht. Nur das Becken dreht. Jawohl. Und dann kommt die Schulter dazu. Mit dem linken Arm nach hinten ziehen, mit dem rechten Arm nach links ziehen. Dann beugst du ihn und jetzt ziehst du praktisch mit beiden Armen immer weiter nach links. Das geht bis unten in die Fußgelenke rein. Ja? Und den Kopf auch noch dazu. Der Kopf dreht auch noch nach links. Also, nochmal zum Konzentrieren und Mitmachen. Becken nach links, ein bisschen erhöhen die Drehung. Schultergürtel nach links, linker Arm zieht nach links, rechter Arm zieht nach links, Kopf zieht nach links. Und du kannst sogar die Augen noch hinzunehmen, weil die Faszie verbindet alles im Körper miteinander. Ja? Noch weiter, noch weiter. Und jetzt atmest du ein und im Ausatmen noch ein bisschen mehr. Und nochmal einatmen. Und im Ausatmen noch ein bisschen mehr. Das ist anstrengend, gell? Und nochmal einatmen und im Ausatmen noch ein bisschen mehr. Nochmal richtig ziehen, nochmal maximieren und wieder nach vorne kommen. Nach vorne kommen, wieder in diese Ausgangsposition. Dann erst nur das Becken nach rechts drehen. Nur das Becken, Arme gehen mit dem Becken, aber nicht weiter. Volle Konzentration aufs Becken. Jetzt der Schultergürtel. Linker Arm läuft mit, beugt sich, rechter Arm will nach rechts. Kopf geht nach rechts, Augen gehen nach rechts. Augen müssen nicht sein, ja, aber Kopf auf jeden Fall. Weil wir wollen ja von den Fußgelenken über die Knie, Hüftgelenke, die ganze Wirbelsäule bis hoch zum Nacken, soll ja alles mit drin sein und die Schultern letztendlich auch. Und jetzt fang an zu arbeiten. Du auch. Ja, tief einatmen, ausatmen, weiter. Und nochmal einatmen, ausatmen, weiter. Und nochmal einatmen, ausatmen, weiter. Und am besten nur durch die Nase atmen bei solchen Übungen. Durch die Nase ein, ausatmen und weiter. Jawohl. Arm nicht fallen lassen. Noch ein bisschen steigern, auch wenn die Arme fast schon abfallen. Nimm es als Training. Ja. Versuch es zu halten, wir haben es gleich geschafft. Und komm wieder nach vorne.
Wenn du Lust auf ein bisschen anstrengende Übung für den ganzen Körper bekommen hast, hier findest du eine Ganzkörperroutine. Ina, wie geht's dir jetzt? Sehr gut. Sehr gut. Sehr leicht. Beschreib mal. Ich mich. Sehr leicht, aber angestrengt. Ja, das hat sehr angestrengt. Weil Ina strengt sich richtig an. Das war nicht nur so getan. Sie macht original mit dir mit. Und du bist wahrscheinlich genauso angestrengt wie sie. Man kommt ins Schwitzen. Das ist gut so. Schwitzen ist gut. Ja. Übungen wie diese können so viel bewirken. Das Wichtige ist, du musst sie regelmäßig machen, am besten täglich, 6 Tage die Woche, einen Tag immer zum Ausruhen. Und weil es mit der Routine, der Regelmäßigkeit immer so schwer fällt, mit dem inneren Schweinehund und so weiter und so fort, ich sage mal Energiesparprogramm, was sich da auswirkt, ja, haben wir die App gemacht. Und diese App, die motiviert dich dermaßen, du kannst gar nicht mehr anders, als jeden Tag mitzumachen, auch kurze Zeiteinheiten nur zum richtig gut dran gewöhnen. Guck dir das mal an, die ist auch testbar eine gewisse Zeit. Und fühl rein, was da passiert. Und wenn du da mal reingucken willst, dann klickst du bitte hier und da unten klickst du, um den Kanal zu abonnieren. Du willst doch keine Übungen versäumen, oder? Nein. Die sind so wichtig. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Ciao. Ciao.